Hallo liebe Zuschauer und Serverinteressierte, ich habe wieder ein paar Nachrichten bekommen per PN und per Skype und so. Ja, wann kommt endlich der Server? Und ich habe ja schon gesagt, im Ankündigungsvideo zum Server, dass ich das mache, sobald ich einfach den Host bezahlen kann, auch für längere Zeit. Und ja, es kam halt viel dazwischen. Ich mache viel Sport und muss viel Geld investieren für den Sport. Und muss auch ja mal alles wieder ein bisschen zusammenkratzen. Und dann geht's. Ja, wenn mal Spenden kommen, dann ist es natürlich umso besser. Aber vor allem möchte ich euch noch ein bisschen heißer machen, weil ich will vieles ankündigen. Also, ich werde noch ein paar Mods reintun. Ich muss nur noch alles nochmals genau denken, welche Mods es waren. Und dann mache ich sie rein, benutze sie dann im Let's Play und sobald der Server on ist, auch auf dem Server, dann habt ihr die Download-Datei. Hier, ja, vielleicht im nächsten Server-Video oder auch hier unten drunter. Und, ja, ihr seid laut, ich weiß. Ailey. Ja, müssen die Größe werden. Frechheit. Na gut. Ja, also jetzt muss ich weiter. Dann werde ich eben auf der neuesten Version den Server machen. Und diese Welt, die wir gerade waren, die habe ich ja vorgestellt im vorigen Video über den Server. Und ja, dann könnt ihr es runterladen und dann, boah, sind das viele, werden wir die Welt sozusagen zur Bauwelt machen. Aber das wird noch nicht unsere Kingdom-Welt, also unsere Königreichswelt. Die werden wir dann ein bisschen abgeschottet von den meisten Leuten, die halt einfach zu neu sind und so weiter, machen, damit wir einfach in Ruhe bauen können. Weil wir dann auch schön da bauen. Jeder darf sich auch ein eigenes Haus bauen oder eine Burg oder sonst irgendwas. Und wir machen dann, ja, für jede eine Stadt vor allem mal, die mit einem Portal verbunden ist. Wo dann auch jede Stadt von jedem, also jedes Land hat dann eine Arena, wo wir dann PvP machen und RVR. Und ja, eventuell mehrere verschiedene Arten für verschiedene Biome. Und dann werden wir dort ja, verschiedene Rollenspiele machen. Wir haben den Custom-NPC-Mod, da können wir ganz viele NPC machen, wenn es der Server aushält. Darum brauche ich überhaupt auch so viele RAMs für den Server. Und dann werden wir so eine Art Projekt machen, wie mal Leben war. Also ein richtiges Rollenspielprojekt, wo auch Let's Player kommen können. Wir können eine eigene Let's Player-Welt machen. Wir machen eben auch Plugins drauf, auch zum Schutze und auch eben wegen den Welten. Wenn es halt nicht geht, machen wir das mit dem RF-Tools-Mod und schauen, dass da niemand rein kann. Und ja, werden wir noch was habe ich noch alles? Oh, kann man die zähmen? Nun gut. Muss noch kurz denken. Wir werden dann auch so Shows machen sozusagen. Wir gehen in ein Reich.
Wenn dann alle Let's Player mal ein bisschen fair oder alle Videomacher mal zusammen besprechen, was denn alles so schön ist und wieso alles so schön ist, was wer alles schön findet, und dann vergeben wir Preise, alles mögliche. Also eben, der Server wird sozusagen dann immer wieder erweitert durch die Wünsche der Spieler, und je erfolgreicher ihr auf dem Server seid ist, oder beliebter auf dem Server seid und so weiter, desto mehr Macht habt ihr dann. Aber natürlich auch andere macht das, zum Beispiel ein Sponsor. Nicht, dass ich jetzt sage, ein Sponsor bekommt alles viel schneller als einer, der lieb ist auf dem Server. Weil wenn ein Sponsor viel Geld gibt, heißt das nicht, dass er nett ist auf dem Server. Er könnte dann immer noch irgendwas Böses machen, oder? Krass, das ist immer geil. Hup. Der geht wahrscheinlich schnell kaputt. Soll ich es mal probieren? So. Nö, der geht gar nicht schnell kaputt. Das ist immer krass. Aber machen die Drachen nichts? Ich werde sie auspeitschen. Vivian, kommt jetzt zu mir. Mann, ich will seine einen Enterhaken, das soll das haben. Und wer modden kann, der wird natürlich auch etwas Großes auf dem Server machen können. Aber die Mods werden zuerst natürlich gründlich durchsucht. Das kann ich selber auch machen. Die greifen nicht an. Krass. Ich will dich jetzt fliegen, hopp, mit dem Mammutsattel. Ach komm schon. Nun gut. Und dann haben wir eben noch ganz viele coole Mods, wo wir extrem tolle Sachen machen können. Der ist nicht der Custom Embassy, es ist der andere. Ja, der mit dem Dorfbewohner, den werden wir wahrscheinlich aus einem großen Grund nicht auf den Server tun. Auch auf meinem Let's Play, auf meiner Let's Play Welt will ich den nicht haben, weil ich vor 2 Monaten ungefähr ein kleines Show gemacht habe, so. Eine Let's Build, glaube ich, war es, also das, was dann zeigte, dass der Mod extrem verbuggt ist, also zu viel, die NPC zu viel komische Sachen machen und so weiter. Deshalb, ja, wenn der besser wird, mache ich es drauf, ja. Gut. Ja, ist eine wunderschöne Welt hier, aber jetzt möchte ich gerne wieder raus. Ah, so jetzt. Gut. Man muss vielleicht auf der Plattform sein. Schön. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Sind wir wieder auf der normalen Welt. Hoffentlich. Ja. Also. Ich werde es unten in den Kommentaren noch schreiben. Ihr dürft wählen, was ihr so denkt. Für ein Volk wäre cool. Könnt es selbst ein wenig erschaffen, ausprobieren, editieren und so. Und ja, auf jeden Fall wäre es natürlich toll, wenn der Server dann auch immer wie umfangreicher wird, besser wird und ihr dann auch mehr Spaß habt. Wenn ihr auch Spaß habt dadurch. Eben PvP wird an sein, aber in einer Kriegswelt und in Arenen wird es erlaubt sein. Und ja, jetzt könnt ihr jetzt so zum Beispiel mal schauen, ja, mal in diesem Dschungel
ein magisches Reich, das, ja, sagen wir, rosa ist. Ja, rosa, wie diese Blume. Oder pink. Pink sagen ja die meisten lieber. Und ja, dann denk dir einfach mal ein bisschen, ja, aber wie könnte man das jetzt gestalten? Weil jedes Reich braucht einfach so ein paar Sachen. Dann habt ihr hier, muss ich kurz schauen. Ist schwer zu finden, was ich meine. Ist wahrscheinlich schon zu weit, hä? Es gibt diesen Zukunftsmod. Et Futurum heißt er. Da kann ich da wahrscheinlich suchen. Et Futur. Ja, dann habt ihr hier die Banner. Nehmt ihr ein großes Banner. Könnt ein Banner herstellen. Dann habt ihr. Ist ja nicht Elytros. Nein, vielleicht braucht ihr ja nicht zum Reichding. Aber könnt zum Beispiel diese Endstäbe verwenden. Purblöcke. Schießen vielleicht noch irgendwie. Und so weiter. Also ihr habt vieles zur Verfügung. Es ist ja ein Bau. Modpack und deshalb kommen da ganz viele Sachen hinzu. Dann habt ihr hier zum Beispiel das Lavendelfeld, nehmen wir an, das auch recht gut passt oder zu einem violetten Reich passt. Und dann habt ihr verschiedene Holz Sorten von Forestry und so weiter. Also, das wird richtig toll. Ich hoffe, ihr habt Spaß und werdet auch Spaß haben. Also ich habe auf jeden Fall viel Spaß und ich kann euch da ganz viele Helfereien mitgeben. Und ja, da habt ihr Blöcke, Steinklötze und so weiter. Also das wird das Geilste, was ich je gesehen habe. Ich langweile mich ab und zu an Projekte, die große YouTuber machen. Die machen das nur, um Ruhm zu machen und so weiter. Und ich will schauen, dass der Server schon zu Ruhm kommt, aber auch so viel Spielspaß und alles Mögliche. Das ist für mich und für euch wahrscheinlich sehr wichtig. Ja. Gut, also. Ja, und Easter Eggs wird es auch viele geben. Ich werde extra Easter Eggs verstecken, damit ihr irgendwas auf dem Server zu tun habt, noch nebenbei. Dann ein paar Quizzes, also ein paar Suchspiele machen und so weiter. Also, ich hatte mal einen Pixelmon-Server, der war extrem beliebt. Die Leute hatten so extrem viel Spaß, die Easter Eggs zu suchen, die versteckten Kisten zu suchen und so weiter. Es lohnt sich für euch dann auch. Ihr bekommt Items, die vielleicht recht selten sind und so weiter. Und ja, es wird Spaß machen. Aber eben. Es soll lohnen. Wenn es sich nicht mehr lohnt, dann pausiere ich. Wenn es sich gar nicht mehr lohnt, dann stoppe ich es wieder und warte halt dann, weiß ich ja nicht, auf Spenden oder so. Und so weiter. Ja, gut, also dann war es das mit diesem Video. Das nächste Server-Video kommt bald sicher. Ja, ein weiteres und ja. Ein Korallenreich. Wieso nicht etwas? Ja, es muss ja nicht alles mittelalterlich sein, es kann Zukunft sein, es kann alles Mögliche. Ja, lasst euch eure Fantasie frei im Lauf und macht ein Vulkanreich. Das Rot oder das Orange ist das Vulkanreich. Dann baut ihr Vulkane aus Xylit und so Sachen, das Xylit, ja. Und so weiter. Also, es wird genug haben. Und eben Farmen könnt ihr auch genug in den Farmen wählen. Und bedenkt einfach eben, es ist ein Server, der Ordnung hält. Wenn ihr falsch farmt, dann wird es einfach ein paar Konsequenzen geben. Und so weiter. Aber, ja, wir können nicht so bestrafen. Also, wir wollen nicht einen sofort vom Server bannen, aber es muss einfach Ordnung sein und
Ja, schauen wir dann mal. Weil wir haben auch kein Problem, wenn mal eine Welt kaputt geht und so weiter. Aber für die Profis und die Vielspieler wird es dann halt ein Problem sein. Und ich habe ja auch nicht so viel Zeit mit dem Let's Playen und mit dem Fußballspielen, dass ich da ganz viel Ordnung halten kann. Aber das schauen wir alles. Und ja, also jedenfalls danke ich euch fürs Schauen und für die Interesse. Gucken wir mal, wie es so funktioniert. Und auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück und viel Einfallsreichtum. Bis denne, euer Drago Basel. Tschüss.